Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Wir hängen immer noch im Windtempel fest, weil ich einfach wahrscheinlich zu dämlich bin. Aber das ist ja keine Neuheit. Wir müssen nochmal zu dem einen Raum kommen. Dem hier. Wie kamen wir denn da jetzt hin? Verdammt mich nochmal. So, hier ging es nicht weiter. Mussten wir hier hoch? Wir mussten, glaube ich, hier hoch, ne? Gib mir mal meinen Deckensprung. War das hier? Wir haben ja ganz viele Trümmer. Die Kiste hatte ich aber, glaube ich, schon benutzt, ne? Die sieht offen aus, ja. Oh, da oben Gegner. Hi! Genau. Hier. Das Ding. Lauf doch nicht so. Irgendwie, also es war ja zwischenzeitlich so 3 Sekunden offen, ne? Wie rum muss man denn drehen? Ist auch die Frage. Drehe ich richtig? Oh, jetzt ist offen. Jetzt wieder zu. Warte, wo war der Punkt? Oder geht es darum, wie schnell ich drehe? Oh. Guck mal. So, warte, jetzt will ich das nochmal probieren, wie wir es in der letzten Folge probiert haben. Klick. Und zwar mit dem Kommst du da nicht hoch? Ach, Kind. Mit dem Zeitumdrehen. Klappt das jetzt? Ja, 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 ja. Oh Gott. Okay. Ich hab wahrscheinlich einfach nur... Nicht, also der Gedanke war schon richtig, aber ich habe einfach nur nicht schnell genug gedreht. Und jetzt ging's. Toll. Oh, ich höre schon wieder Gegner. Oh, ich sehe Gegner. Hat er uns gesehen? Weiß ich nicht. Ich war schneller mit meiner Lanze als du. Oh, hier ist die Turbine direkt. Ja, nice. Okay. Ja, die hätten wir auch schon längst haben können. So, dann haben wir gleich nur noch das letzte Rätsel. Hinten die große Tür. Jetzt ist nur noch eins übrig. Ja, jetzt haben wir nur noch einen übrig. Geht auch die Tür auf. Wunderbar. So, jetzt haben wir nur noch... Oh, hier brauche ich geguckt. Sind hier Gegner? Nee. Doch. Oh Gott. Danke, Buddy. Du bist dran. Liebe diese Kombi-Sachen, ne? Oh nein, die ganzen Feuerbällchen. Gib sie mir. Ich liebe sie. Okay, ein Bogen, der besser ist als unserer. Dann schmeißen wir den nämlich weg und nehmen den mit. Dankeschön. So. Letztes Problem. Vielleicht sehen wir jetzt auch das Offensichtliche, was mir entgangen ist. Aber das hier waren ja keine Türen. Das waren ja bisher immer nur irgendwie Fenster. Ich kann da dran hochklettern. Das ist schon mal nett. Komme ich da oben vielleicht rein? Nee, das ist nur so Verzierung. Das sind auch andere Laser als die unten im Gang, ne? Aber warum? Man aber auch nicht von links oder rechts irgendwie rein, ne?
Was übersehe ich? Nochmal auf die Karte. Da werden wir dann wahrscheinlich landen. Da ist dann die Kiste. Oh, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Hier, das hier ist ja immer so die Markierung. Ey, hier ist eine Tür. Ist die Tür hier oben? Ist die ganz da oben und wir müssen reinspringen? Und dann dadurch die Laser uns nicht treffen lassen? Das könnte sein, ne? So, wie kommen wir jetzt am besten nach oben? Geht's hier draußen? Bringt uns ein Boot hoch genug? Oder muss ich klettern? Das Boot da vielleicht. Kommen wir auf jeden Fall hin. Oh, da ist auch noch eine Tür. Na, das bringt uns nicht hoch genug. Schade, Schokolade. Und da können wir nicht dran hochklettern, ne? Ich würde gerne hier landen. Weil das zu weit weg war, oder? Ist das näher dran? Ne, das ist genauso weit weg, ne? Oder hier mit dem Aufwind. Ist das ein Aufwind? Ja. Perfekt. Ah, ja, sehr gut. Damit geht's. Warte, lass mich erst landen. Danke. Und ja, hier oben ist eine Fallluke. Nice. Okay, dann wird das die Lösung sein. Oh, direkt beide. Schaffst du das, Kleiner? In die Schwanzpitze. Wo ist mein Loot? Nein, mein Loot! Toll. So, das kriegen wir doch wahrscheinlich dann mit unserer Mighty Hand auf hier. Ja, sehr gut. Guck mal, hat sich das Rätsel doch auch gelöst. Oh, sollte sich die Karte auch vielleicht genauer angucken. Ja, da jetzt runter. Das sieht sehr beruhigend aus. Ich glaube, ich kann aber nicht meinen Aufwind nutzen, ne? Weil sonst werde ich wieder hochgetrieben. Ich mag die Musik überhaupt nicht. Ja, hab ich vermutet. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ha! Was ist mal nervenaufreibend, ey. So, komm, Vogel. Letzte Turbine, dann haben wir's. Ich hoffe, hier kommt nicht auch irgendwie so Endboss-mäßig was, ne? Wie in den Titan. Hab ich keinen Bock drauf. Das hier war alles schon stressig und nervig genug. Geschafft, Link! Alle sind entriegelt. Das Tor auf dem Hauptdeck sollte nun offen sein. Gut gemacht. Wunderbar. Aber da unten ist noch eine Truhe. Wir erinnern uns. Oh Gott. Link, mach doch nicht solche Sachen mit mir. Alter Verwalter. Ich hoffe, wir haben dann auch alle Truhen gefunden. Komm, scheiß auf die Fackel. Oh, jetzt muss ich hier wieder hoch, ohne zu sterben. Das wird ja auch gut. Oder gibt es hier einen Shortcut raus? Nee, ne? Hehe. Well. Well, das war knapp. Well. So. Ihr Lieben. Wo war jetzt dieses... Ich steck meine Hand rein, Ding. Natürlich da hinten auf der anderen Seite. Ich bin gespannt.
Ich check nochmal eben die Karte, bevor wir da jetzt fummeln. Die Truhe hatten wir gerade geholt. Auch schade, dass hier nicht angezeigt wird, ey, ne? Du kannst hier 5 Truhen finden. So, ich gehe jetzt gerade halt aktuell davon aus, ich war überall. Ich habe alle Truhen. Was sollte mir jetzt hier noch fehlen? Und dann später stellt sich heraus, hey, da wäre noch eine Truhe gewesen. Vielleicht hier hinten auf der Schwanzspitze. Oder auf einem der Flügel. Oder hier vorne drauf. Erkunde ich jetzt nochmal intensiv? Oder vergnüge ich mich mit dem Wissen, dass ich meine, alles entdeckt zu haben? Gebe ich mich damit zufrieden? Ich meine, hier war eine Menge cooler Loot bei, ne? Muss man ja schon sagen. Hier, die Edelsteinchen, die bringen erstmal sehr gut Geld. Auch wenn sie natürlich für andere Dinge wahrscheinlich auch wichtig sind, aber... Oh, das sind Köpfe. Aber sind hier Truhen? Oh. Hi, Kanone. Ich glaube nicht, ne? Oh, sie hat uns gesehen. Mach du mal. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben alles. Und wenn nicht, ja, habe ich halt Pech gehabt. Ich habe, glaube ich, auch damals bei Wamedo eine Truhe verpasst oder so. Das ist dann halt so. Gut. Probieren wir das Ganze doch noch einmal. Zu nah an die Kante, Kleiner. Link, los! Was denn? Oh, shit. Was ist das? Darf ich bitte das Loch wieder zumachen? Frostgeira. Peiniger des Windtempels. So, nein, wir kriegen wieder so Bossmonster-Viecher. Ich stecke die Monstrum schuld am Sturm. Stützen wir ihm die Flügel. Oh, warum bist du so optimistisch, Kind? Oh, gib mir mein Gleitschirm. Okay. Was für ein Wind! Lass dich nicht fortwehen, Link! Ja, ich muss erstmal herausfinden, wie wir jetzt am besten hier vorgehen. Das hat schon mal nichts gebracht. Das ist sehr gut. Ich will nicht auf ihm landen. Ach du Heilige. Link, wir müssen irgendwie die Offensive ergreifen. Oh, warte. Ja, warte, da kann man bestimmt Dinge tun, wenn man fähig ist. Wie noch eine hin? Das was gebracht. Das bringt mir nichts. Was muss ich tun? Wo will er denn hin? Wo will ich hin? Ist die bessere Frage. Ist er unter mir? Oh Gott. Okay, er hat da ganz viele von diesen Stellen, die ich anschießen kann. I see, I see. Ich bin so froh, dass sich unsere Energie wieder auflädt, wenn ich das Parasegel wieder benutze. Habe ich jetzt meinen Kopf an ihm dran gestoßen? Ist natürlich sehr schlau. Schieß doch! Oh ja, jetzt haben wir getroffen. Jetzt haben wir Schaden gemacht. Okay, I see. I see. Okay. Funktioniert.
Taktik rausgefunden. Jetzt muss sie nur funktionieren. Wo ist er? Ist blöd, wenn man nicht weiß, wo sein Gegner ist, ne? Gib mir noch mal hier Feuerbärchen. Gib mir noch mal Feuerbärchen. Verdammt. Gib mir noch mal Feuerbärchen. Ich weiß nicht, ob ich beim zweiten Mal auch die Feuerdinge sind, die Feuerblumen brauche. Warum treffe ich beim zweiten Mal nicht mehr? Doch, getroffen. Nice. Okay, das macht schon Bock. Ganz ehrlich. Auch wenn ich teilweise überhaupt nicht weiß, was ich hier tue, aber es ist cool. Das ist ein cooler Gegner. Jetzt hat er Löcher im Popo, haha. So, wo ist denn hier noch ein Loch? Das war nötig. Das war nicht nötig. Ich will nicht so hochfliegen, das macht mir Angst. Und treffen. Nice! Gib mir mein Parasegel, bitte. Habe ich ihn jetzt beruhigt? Habe ich ihn ja umgebracht? Kommt jetzt Phase 2? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Phase 2 ist am Start. Wir sind jetzt ein bisschen wütender und erzeugen auch noch Wirbelstürme. Ja. Ja. Sagst du so easy, Kollege. Sagst du so easy. Gut, dass ich so viele Pfeile habe. Ich muss näher ran. Sonst bringt das alles nichts. Ja. Oh Gott. Du hast leicht reden, Kind. Was denn? Achso, er schießt wieder um sich. Das ist gut. Versuche jetzt näher an ihn ranzukommen. That was close. A little bit too close. Okay, ich brauche gar keine Feuerpfeile. Geht auch so. Wunderbar. Okay, er geht wieder in seine Bubble. Ich versuche mal wieder ein bisschen näher zu kommen. Mein Bogen geht kaputt. Ist nicht schön. Ich bin zu weit weg. Das ist wieder das gleiche Phänomen wie vorhin irgendwann mal. Aber wir verlieren kein Leben. Das ist nice. Au. Ich versuche es. Wo ist er? Das war, glaube ich, doof. Und mein Bogen ist kaputt. Das ist mein stärkster. Nice. Oh Gott. Ja, ja, ja. Mir geht's aktuell noch gut. Alles okay. Es funktioniert. Was auch immer ich hier tue, funktioniert. Ich sehe nix. Okay. Nur noch den Namen Popo oder was? Oh. Ja. Also es war nicht gut. Ich snack mal eben schnell eine Kleinigkeit. Damit wir einfach wieder
ready sind. Hier mit ein bisschen Abwehr, aber das ist so viel Herzverschwendung. Das ist immer mein Problem. Ich nehme mal nur so einen Schmorbraten. Wo ist er? Oh Gott, da ist er. Zu weit weg, ne? Von unten ist echt nicht leicht. Von oben ist einfach, aber da muss man halt darauf warten, dass er da seine Stacheln los wird. Beruhigen Sie sich doch. Jetzt. Okay. Ja. Bin dabei. Überlass das mir. Ich bin Profi. Haben wir? War's das? Endgültig? Sieht so aus. Ist aber ein ekliges Viech, ne? Cool. Und das im First Try. Bin ja ein bisschen stolz auf mich. Das war bei den Titanen, wenn ich dann noch ein bisschen anders. Ob ich da klicklich versagt habe, teilweise. Gut. Der Himmel klart auf, die Welt beruhigt sich. Ach, schön. Oh, Herz. Nice. Ah, das hat mir gefallen. Der Kampf war echt cool. Nachdem man die Mechanik rausgefunden hat, hat das richtig Spaß gemacht. Vor allem, weil man gar nicht darauf achten musste, wie viel Energie habe ich noch zum Fliegen. Das war sehr nice. Eine Träne im Sinne von Tears of the Kingdom. Eine Träne des Königreichs. Schön. Hat mir gefallen. Hat mir sehr gefallen. Nicht anfassen. Bitte. Danach ist Chaos passiert. Nein! Tulin, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Deine Stimme. Dann hast du also immer zu uns gesprochen? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Orni-Krieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Windes. Und ach, wie du den Feind mit des Windes Hilfe bezwangst. Ja, du bist wahrlich mein Erbe, der Ruhm der Orni. Das Sturmmonster, das ihr bezwangt, war ein Lakai des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du vor kurzem berühren konntest. Dem Mysterienstein. Echt jetzt? Ja, deine Verwirrung ist nur zu verständlich. Darum höre nun meine Erzählung über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung, die unserem Volke zuteil ward. Es geschah vor langer, langer Zeit. Hyrule war damals noch ein junges Königreich. Etwas abgrundtief Böses griff uns an, versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rauru,
Hywoods erster König, versammelte 6 Krieger und stellte sich ihm entgegen. Damit dies gelingen sollte, überreichte er uns eine Gabe. Die Mysteriensteine, geheiligte Kleinodien, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachen. Als Weiser des Windes erhielt auch ich einen solchen Stein und focht gemeinsam mit den anderen Weisen. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Seine Verteidigung war selbst für mich undurchdringlich, seine Magie unerschöpflich. Schließlich begriff König Rauro, dass kein Sieg über den Dämonenkönig möglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf, mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Sein Opfer war es, das uns das Leben schenkte. Später erhielt ich einen Besuch, bei dem uns Orni ein geheiligter Auftrag erteilt wurde. Es war eine der 6 Weisen, die Weise der Zeit. Das Siegel hält nicht ewig. Irgendwann kehrt das Böse zurück. Der Ritter Link wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen. Ihr müsst ihm helfen. Die Windkraft der Orni, ich bitte euch, Link, damit zur Seite zu stehen. In diesem Augenblick waren alle Zweifel über unser Schicksal wie weggeblasen. Unser höchster Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Der Weise des Windes wird neu erwachen, wenn der Dämonenkönig wiederkehrt. Das gelobe ich. Der Ritter wird auf die Unterstützung der Orni zählen können. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Du hast das Dorf der Orni gerettet. Doch der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Tule, geliebter Nachbar, nimm meinen Mysterienstein entgegen und steh für das Gelübde ein, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Ich soll also zusammen mit Link gegen den Dämonenkönig kämpfen? Oh, Link! Das ist ja der totale Wahnsinn! Dass mich mein Ahne mit so einer Aufgabe betraut hat! Und dass ich dafür mit dir in den Kampf fliegen darf! Würde man nichts unternehmen, dann ginge die ganze Welt den Bach runter. Das könnt ihr gleich vergessen. Ich bin mehr als bereit. Her mit dem Mysterienstein!
dem Ring da kannst du jederzeit meine Macht herbeirufen, verstanden? Und jetzt ab nach Hause, mein Papa wird staunen! Sehr cool gemacht. Das hat mir gefallen. Eine richtig coole Idee, so mit, ne, der Vergangenheit und den ersten Leuten, die Hyrule da gegründet haben und die Beschützer jedes Reiches. Und was ich halt echt mag an Tears of the Kingdom, ist, dass man mehr von den Storys der einzelnen Völker kennenlernt. Das ist sehr cool. Kriegen wir jetzt noch eine Filmsequenz? Ja. Oh. Oh. So kennen wir doch das Dorf der Orni. Das sieht doch schon wesentlich besser wieder aus. Noch eine Filmsequenz. Die Folge wieder ein bisschen länger. Aber das gönnen wir uns jetzt noch. Oh. Es ist keine Filmsequenz. Ich darf erzählen. Ihr habt's wirklich geschafft. Genau, weil einer für den anderen gekämpft hat. Zwei echte Kameraden. Wirklich beachtlich. Unglaublich, dass es die Himmelsarche aus dem Lied wirklich gibt. Finde ich auch. Stellt euch nur vor, wie überrascht ich war. Oh. Tholin. Du hast dich mehr als bewiesen. Oh. Aber Papa, der Bogen da, der war dir doch immer so lieb und teuer. Und den willst du mir schenken? Schon immer. Ich wollte ihn dir überreichen, sobald du das richtige Alter erreichst, um ein Krieger zu werden. Papa! Danke. Ich werde dir mit ihm beweisen, dass ich wirklich, ich darf nicht lesen. Zu Ende lesen. Aber ich kann das. Wirklich. Aber Link, die Frau, die uns mein Ahne gezeigt hat, die sah doch aus wie Prinzessin Zelda, oder nicht? Ich frag mich ja, ob das die echte Prinzessin war. Andererseits, wir haben in die ferne Vergangenheit geblickt. Wir wissen echt viel zu wenig. Nun gut, diese Gestalt, die wir auf der Himmelsarche gesehen haben, lässt mich nicht los. Also werde ich versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Komm bald wieder, ja? Dann werde ich dir sicher auch Neues über Prinzessin Zelda verraten können. Und denk immer daran, mit meiner Macht als Weiser werden du und ich nun immer zusammenreisen. Yeah. Schwur von Tholin, Weiser des Windes. Zeichen des Paktes mit Tholin, dem Weisen des Windes. Rufe damit den Geist von Tholin herbei und oder entlasse ihn. Wunderbar, da haben wir jetzt auch wieder so Fähigkeiten wie in Breath of the Wild, wenn wir das Gebiet abgeschlossen haben. Und damit haben wir das Hauptziel für die Geschichte hier abgeschlossen. Wie gesagt, sehr coole Story, hat mir gut gefallen. Okay, ich kann den Schwur unter Wichtiges aktivieren. Alles klar. Werden ihn auf jeden Fall in der nächsten Folge noch rausfinden, wie das Ganze funktioniert. Ist das da hinten eine Insel? Ja, ich war gerade am gucken, ob wir das Schiff noch irgendwo sehen. Ich glaube, das liegt aber... Da ist der...
Berg, wenn müsste es... Ja, da oben, man sieht es noch. Cool. Sehr schön. Nein, mir hat die Aufmachung sehr gut gefallen. Mir gefällt es, dass man hier mehr von den Geschichten der Völker lernt. Also denke ich mal zumindest, so deren Legenden, wie das Ganze zusammenspielt mit der damaligen Zeit. Und genau das, was Tulin auch eben angesprochen hat, ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich Prinzessin Zelda war. Auch die, der wir halt relativ am Anfang unser Masterschwert zukommen lassen haben. Ich bezweifle, dass das unsere Zelda ist, sondern vielleicht auch ein weite Vorfahren. Die sich vielleicht auch wundert, ne, weil sie hat ja so irritiert geguckt, als sie das Masterschwert entgegengenommen hat. Vielleicht, ja, hat sie, also sie hat schon irgendwie was damit zu tun, weil sie kennt uns ja, weil sie hat ja auch dem Typen auf dem Luftschiff da gesagt, dem alten Weisen, ey, es kommt jemand, der braucht deine Hilfe, der ist Link. Also, so viele Fragen zu beantworten und zu klären. Aber wir haben damit das Gebiet der Orni im Prinzip storytechnisch abgeschlossen. Der Schneesturm ist vorbei, es ist alles wieder ein bisschen entspannter und das heißt, dass wir uns in der nächsten Folge mal damit beschäftigen oder in den nächsten Folgen, würde ich mal sagen, hier ein bisschen das Gebiet zu erkunden. Gucken, ob wir Sachen wiedererkennen, was wir hier vielleicht noch Schönes entdecken können. Und dann bin ich mal gespannt, wie es danach weitergeht. Ich würde mal vorschlagen, dass wir uns danach... wieder zum Schloss bewegen, vielleicht nochmal bei Pura vorbeischauen, gucken, ob sich dadurch irgendwie was geändert hat. Und ansonsten geht es für uns zum nächsten Problem auf der Welt. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüsseli!